Heute werden wir Mario Odyssey spielen und dabei trinken. Na, 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 Kinder, don't drink. Denn ich habe mir für dieses Video eine Promille-Brille bestellt. Und mit dieser Brille sieht man wie ein Mensch, der 1,6 Promille Intus hat. Und wir probieren mit dieser Brille Mario Odyssey durchzuspielen, was an manchen Stellen nicht so gut geklappt hat. Tja, Freunde, das ist wohl das letzte Mal, dass wir Mario Odyssey für dieses Video so sehen, denn ich werde mir jetzt die Promille-Brille aufziehen, wo wir 1,6 Promille haben. Und damit ihr euch grob vorstellen könnt, wie ich dadurch sehe, so viel kann man dadurch sehen. Seht ihr das? Und außerdem sehen meine Augen danach sehr komisch aus, wenn ich die Brille aufziehe. Ach du heilige Scheiße. Also, Mario Odyssey, aber wir spielen es betrunken durch. Alter, ich sehe nichts. Guck ich gerade in die Kamera? Ich sehe die Kamera zweimal. Einmal da und da. Okay, alles gut. Ich kann noch. Läuft die Aufnahme überhaupt? Läuft alles? Upsala. Okay, Freunde, es läuft. Mal gucken, ob wir es schaffen, das Game, ja, so durch. Ich sehe Mario halt zweimal. Die Frage ist, wer ist der richtige Scheiben, wo ist der richtige Weg? Achso, nein, warte mal, ich sehe zwei Marios, aber eigentlich ist das ja in what the fuck? Ich sehe zwei Marios. Boah, jetzt sehe ich extrem wenig. Gerade konnte ich noch relativ viel sehen, aber vor allem hier, bin ich irgendwo gegengelaufen? Ah, vor allem hier passiert voll viel. Ah nee, hier ist ein Zaun. Kacke. Warte mal, wir kennen es ja. Mario Odyssey haben wir schon so oft durchgespielt, Freunde. Kein Problem. Also wenn das Game einigermaßen blind wäre, hätten wir, glaube ich, ein größeres Problem. Wie gesagt, ich sehe alles zweimal, was das Ganze echt schwierig macht. Vor allem, guck mal, hier ist eine Tasse. Huh. Okay, auf geht's zu den Fröschen. Oh, hier ist ein Block, Moment. die Frösche müssten hier sein. Okay, das ist ja noch absolut... Ich zähle den Frosch zweimal, Junge, let's go! Ich blende euch mal kurz im Schnittprogramm ein, wie genau ich das alles sehe. Also, so wie ich es gerade im Schnittprogramm eingeblendet habe, so sehe ich grob das Gameplay. Alter, vor allem, je weiter ich vom Bildschirm weggehe, desto weniger kann ich sehen. Hallo? Ach, der Kacke. Alright, Freunde, das ist der erste Bossfight gegen, Brudel Nummer 1, Mann! Das bekommen wir hin, das bekommen wir hin, das bekommen wir hin. Nein, Kacke! Jetzt aber! Okay, ich glaube, das Weglaufen wird gar nicht mal so gut. Vielleicht sollten wir deswegen einfach nur Cappy drehen, um uns zu beschützen, sodass wir kein Problem bekommen. Shit, er ist links. Da kann ich relativ wenig sehen, weil die Spiegelung des Lichts voll in die Brille reingeht. Aber ey, wir haben uns besser geschlagen als gedacht für den ersten. Boah, mir ist so schlecht, Alter. Boah! So, Kaskadenland, schön und gut. Als erstes muss man ja normalerweise... Mist, verdammt. Gegen den Kettenhund. Wo ist... Ich sehe den Kettenhund nicht. Okay, ich habe ihn noch gesehen. Geil. Und wir haben sogar instant getroffen. Not bad. Den ersten Mond haben wir schon mal. Ich frage mich halt echt, was Probleme machen könnte. Also vor allem die Bossfights gegen Bowser. Vielleicht sogar die Bowser-Flucht am Ende. Oh mein Gott, Freunde, wir probieren mit der Brille den Dino-Skip. Den kriege ich ja nicht mal so teilweise hin. Bekommen wir den Dino-Skip hin mit dieser Brille? Fragen über Fragen. Okay, boy. So, let's go. Kriegen wir es hin? Ich fasse es nicht, als ob ich das hinbekommen habe. Nein, Kacke. Ey, da sind Kilometer dazwischen. Wow. Ein paar Sekunden später. Fuck, wo... Oh nein, ich bin mit dem Dino runtergefallen. Oh Mann, oh. Wir haben es geschafft. So, dann probieren wir jetzt gegen Kettenhundi zu kommen. Hallo, dankeschön. Bam, number one. Wollen wir nicht in den Kopf so... Alter, so sehe ich gar nichts. Original, so sehe ich gar nichts. Mist, wo bin ich? Okay, dann probieren wir das mal als Challenge. Ich sehe überhaupt nichts. Okay, weg von Madame Brudel. Bin ich irgendwo gegen? Oh Mann, oh. Okay, wir sind schon so weit, dass ich loslassen kann. Und zack, Madame Brudel war noch ganz in Ordnung. Also, kann man glaube ich mal so sagen. Ich muss aber zwischendrin echt diese Brille abnehmen. Ein wird auf Dauer so schlecht davon. Boah. Alter, wann haben wir denn zwei Leben verloren? Ein Mond fehlt uns noch. Warte mal, warte mal, warte mal. Nee, warte, wo bin ich? Achso, ah, ich bin ins Wasser gefallen, whoops. Freunde, don't do Alkohol, sage ich mal so an der Stelle. Ist hier nicht irgendwo ein Mond? Ah, guck mal, da hinten ist der Mond. Okay, ich sehe den Mond nicht mehr. War der Mond nicht gerade noch hier? Hä? Bro, ah, bingo. Nein, Hilfe.
Spring nicht in den Abgrund. Danke, Mario. Weiter geht's, Wüstenland. Und hier holen wir uns normalerweise immer den... Ach, ich wollte einen Dreisprung machen. Das hat nicht so gut geklappt, wie ich wollte. Ich wollte sagen, wir holen uns hier normalerweise immer den Vogel. Kommen wir so hoch. Yay! Tatsächlich haben wir es geschafft. Naja, erstmal in die Röhre oder so. Geile Meile. Boah, das wird doch nichts. Warte, oben in der Ecke. Hier. Yo! Second try, baby! Okay, Vogel. Kommt der Vogel irgendwo? Vogel! Ach, ich sehe da oben irgendwas. Ist da ein Vogel? Hä? Ach, da! Moment mal! Ha! Nein! Ha! Ja! Ja! Okay, jetzt muss ich nur noch an diesen Mond da irgendwie rankommen. Aber hau! Verdammt! Ah, Hilfe! Das war dumm. Komme ich jemals an diesen Mond ran? Ich kann voll schwer einschätzen. Ja! Wo der ist, wollte ich gerade sagen. Yes! Ja! Hilfe! Oh, wir sind schon hier am Turm. Das habe ich gar nicht geblickt. So, was auch ziemlich interessant wird... Hier oben. Kann man die Stampfattacke so schaffen? Ich meine, wir spüren ja auch eine Art Vibration... Ich sehe nichts. Ich sehe original nichts. Hallo? Nein. Nein. Wo sind wir? Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Mann, wo ist der Mond hier? Hallo, hier? Ja! Kein Problem. Haben wir es wohl hinbekommen, den Mond dort hinten zu bekommen? Ich zweifle irgendwie daran. Alter, das war ja ultra gut. Let's go. Yes. Also bei einigen Monden ist es eigentlich ganz in Ordnung. Warte mal, wo ist der leuchtende Punkt am Boden? Hier. Hier so. Guck mal, ich sehe ja verschwommen, aber mit dem Verschwommenen kann ich doch besser arbeiten als gedacht. Also damit habe ich Real Talk nicht gerechnet, aber trotz dessen ist es immer noch sehr, sehr schwer, vor allem wenn es in die Präzision geht. Okay, als nächstes würde ich mir diesen Mond, sind wir hier richtig, vornehmen? Vor allem, wie tief kann man rein? Yay, es hat auch funktioniert. Alter, ohne Scheiß, ich sehe gerade original nur schwarz und grün. Mehr kann ich nicht sehen. Na, verdammt, Mist, komm schon. Jetzt aber eventuell, jetzt aber... Oh Mann! Jetzt aber, komm schon. Kugelrilli. Okay, so viel zum Thema Präzision. Manno! Bitte! Ich will doch nur diesen Mond dorthin haben. Das war gut, das war, glaube ich, ein guter Run. Schön, da ist das Ding. Alles klar. Freunde, Anna, wo ist der Baum? Ich probiere zu musizieren. Klappt das irgendwie? Hallo? Ach, verdammte Kacke, das klappt echt gar nicht. Naja, egal, ich glaube, wir haben genug Monde. Das wäre nur Bonus-Content gewesen. Boah, so langsam fühle ich mich echt betrunken, weil, boah, das macht so, also das ist so übel machend. Hallo? Mond? Mond? Ah, Mond? Mond? Ich sehe den Mond zweimal. Achso, hier. Rild. Alter, das kann doch nicht sein. Nein! Oh, Alter, bin ich fast vorbeigelaufen. Puh, Schwein gehabt. Alter. Ey, vor allem beim Kapern. Hallo, ich will doch nur diesen Fisch kapern, Junge. Das kann doch nicht so schwer sein. Hallo, Fischi. Yay, woo. Wie viele Versuche haben wir gebraucht, um diesen Fisch zu kapern? Guck mal, können wir die Abkürzung nutzen? Nee, das war ja komplett falsch. Wow. Das ist ja möglich, mit dem Fisch direkt oben zum Brutal Fight zu gelangen. Vor allem, je länger ich spiele, desto schlimmer wird das ja, habe ich das Gefühl. Also irgendwie... Ich weiß auch nicht, was hier passiert. Nein! Och, Manno! Ich weiß auch nicht, was hier passiert. Okay, lieber Brudel, wirf das zu mir. Thank you so much, my boy. Okay, wir müssen nur im Kreis laufen, Mehr muss man nicht tun. Nur im Kreis laufen. Wir laufen nur im Kreis herum. Nein! Nein! Ah, nein. Ich bin dran vorbeigelaufen. Oh, das ist so geil. Oh, shit. Ey, es ist so unterhaltsam, dieses Game gerade so durchzuspielen, als ob wir so einen Filter drauf hätten, wirklich. Okay.
wir haben's. Oh Gott, diesen Rudel haben wir auch hinter uns gebracht. Junge, 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 Junge. So, wo ist der Stein? Warte mal, der Stein muss hier irgendwo sein, oder? Stein? Stein, Stein! Ich sehe den Stein nicht. Liegt es an mir oder ist das ein Stein? Nee, es war kein Stein. Ist das ein Baum? Das ist ein Baum. Oh, sorry, Baum. Ah, gefunden! Junge, der hat sich echt gut versteckt. Alle sagen das. Alter, aber wo ist er jetzt hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Hallo? Ist er hier? Nee. Ah, das aber. Nee, das ist er nicht, oder? Wo ist dieser Stein? Ah, wow. Alter, das lange gedauert, diesen Mond zu finden. Boah, Hilfe. Okay, ich sehe ja alles irgendwie mehrmals. Das schaffen wir, ja, natürlich schaffen wir es nicht, durch das Giftwasser zu laufen. Hello, thank you so much, liebe Piranha-Pflanze. Wo geht, da? Warte, wo ist denn hier der Eingang? Hier. Ah, von dem Sprüngen etc. klappen ja auch normal, weil ich meine, das ist ja irgendwo sehr instinktiv mit den Sprüngen inzwischen. Ich habe das Game ja mindestens schon zweimal durchgespielt, laut Gerüchten. Und von daher, Sprünge sind absolut gar kein Problem. Sondern ich weiß nie, ob ich euch jetzt in die Augen gucke, ob ich in die Kamera gucke, ob ich daneben gucke, ich weiß es nicht. Ich hätte schwören können, ich hab's rüber geschafft. Okay, wie schwierig ist das jetzt? Ist das überhaupt schwer? Sind hier irgendwelche Fallen, die mir die Brille stellt? Oder so? Komm schon. Nein! Ah, wir kriegen das hin! Nein, wir kriegen das hin! Wir kriegen das hin! Nein, wir kriegen das hin, vertraut! Komm schon. Bro, es kann doch nicht so schwer sein, oder? Ja! Freunde, Willenskraft ist alles! Merkt euch das! Willenskraft ist alles! Willenskraft. Merkt euch das. Ich glaube, der Brutal Fight dürfte eigentlich auch kein großes Problem werden, vermutlich. Ich muss einfach im richtigen Moment springen. Ich musste ja kein Movement oder sonst was rausholen. Ja, das ist viel zu easy, viel zu easy. Warte mal, im richtigen... Nein, okay, so viel zum Thema. Ja, irgendwie sah er weiter weg aus als gedacht. Und bam, Forstland abgeschlossen. Kein Problem. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der Bowser Fight werden soll. Ob wir es schaffen, seine Hüte im richtigen Moment anzunehmen, weil ich sehe Mario, wie gesagt, zweimal. Und ich muss immer grob abschätzen, wo genau sich dann jetzt wirklich ein Hut befindet. Geil. Guck mal, in Speedrun-Manier sogar, Freunde. Okay, dann eben doch nicht. Dann eben doch nicht. Aber sieht gut aus, sieht gut aus. Yeah. Und zack, letzter Bowser-Schlag. Das war machbar. Ja, war ganz in Ordnung. Ich hätte es mir tatsächlich ein bisschen schwieriger vorgestellt. Aber dadurch, dass der Fight halt so breitflächig ist, kann man nicht gegen viel laufen. Und wirklich ein Phänomen, was ich gerade beobachte, was ich ziemlich gruselig finde, ich gewöhne mich an diese Sicht. Also mir ist todesschlecht, das merke ich immer, aber ich gewöhne mich so langsam aber sicher hier ran. Guck mal, Freunde, wir stellen uns eine kleine Challenge, weil das ja nicht genug ist, dass wir das hier schon mit der Brille spielen. Wir probieren tatsächlich hier mal den Skip, den Vogelskip. Wo ist der Baum? Ist das der Baum? Nee, ist das der Baum? Das ist der Baum. Hallo? Spring gegen den Baum, Mario! Spring gegen... Okay. So, keine Ahnung, ob das funktioniert. Nein! Ah, shit, nochmal. Das kann doch nicht sein! Okay, wir sind oben. Ach, wir waren oben angekommen. Irgendwie die deutsche Sprache. Bro, wie kann es denn sein, dass ich durchgehend schief bin? Okay, let's... Mann, nein! Junge, es ist unmöglich, darauf zu kommen. Oh Gott! Bro, wir haben es tatsächlich geschafft. Junge, das ist ja insane. Nein! Oh, Hilfe! Gegen den Stein gebonkt. Warte, aber hier sind wir safe, oder? Guck mal, wenn ich mein rechtes Auge schließe, ich weiß nicht, ob man das sieht, kann ich besser sehen als mit beiden Augen, die offen sind. Vielleicht ist das ja eine gute Strategy. Guck mal, wenn ich ein Auge schließe, sehe ich nicht mehr so ganz verschwommen. Bro, wie bin ich denn hier runtergefallen? No way! Okay, lieber Schmetterling, 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 Schmetterling. Einfach werfen und hoffen und werfen und hoffen und werfen und hoffen und werfen und hoffen. Geil. Ich sehe zwei Marios und zwei Monde und zwei Wege. Aber wir haben es tatsächlich geschafft und jetzt einfach ganz vorsichtig zurückjumpen. Dann haben wir das Lost Kingdom auch schnell durch, nicht wahr? Hallo? Geil. Okay, als nächstes probieren wir hier rüber zu... Nein! Nein! Och Mann, oh. Es ist so ein Jammer. Ich glaube, an den Vogel kommen wir leider nicht vorbei. Okay, mal schauen, ob es ein Volltreffer wird. Ich denke mal, das passt, oder? Haben wir getroffen? Ja, wir haben getroffen. Wuhu! Ich habe den Treffer gar nicht gesehen. Das war wirklich gerade nur wegen dem Sound, der kam. Aber wir holen uns mal den. Mochi!
Mensch, okay, das war gar nicht mal so schlecht. Das Big City Life Camenau Thai ist angelangt. Bro, ich sehe nicht. Achso, warte mal, hier ist eine Stufe. Hier ist auch eine Stufe. Hier ist auch eine Stufe. Ich sehe nichts. Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir so rüberjumpen, genau so. Okay. Es gibt ja eine Abkürzung, die man nutzen kann. Ey, wenn ich die so hinbekommen sollte, bin ich der G auf Mario Odyssey. Der G. Okay, das wäre krass gewesen, wenn es First Try wäre, wirklich. Digga, es kann nicht sein. Wie kann es denn sein, dass ich das beim zweiten Mal mit einer Promillebrille hinbekomme, aber wenn wir das Game Speedrun, bekomme ich es nicht hin? Unglaublich. Aber jetzt muss ich natürlich auch hier diesen gewagten Jump hinbekommen. Digga, es ist... Vielleicht soll ich das Game einfach mal mit Promillebrille irgendwie speedrun. Klappt anscheinend besser. Ah, den Innenraum hier stelle ich mir auch sehr unangenehm... Aua! Unangenehm vor. Wusste bei der Ray gar nicht, dass hier wirklich ein Herz rumschimmelt. Achso, lol! Ich dachte... Nein! Genau, das meine ich. Ich dachte, ich wäre drauf auf der Plattform. Bro! Das ist richtig unangenehm. Ich glaube, das Innenhaus wird richtig unangenehm. Ich laufe jetzt einfach mittig. Seht ihr, dann klappt das. Kein Problem. Oh, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Let's go. Ich habe keine Ahnung, ob wir es schaffen. Okay, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Oh, das sieht unangenehm aus. Das sieht richtig unangenehm aus, was hier passiert. Aber wir haben es rauf geschafft. Alter, am linken Bildschirmrand erkenne ich original null. Aber auch hier haben wir wieder so ein bisschen den 2D-Effekt. Also, dass wir gar nicht so viel 3D-mäßig steuern. Nein, müssen, hallo. Halt doch dein Maul. Okay, wir haben es hochgeschafft. Zumindest den Mond wollen wir ja mitnehmen, nicht wahr? Okay, und dann gibt es ja diesen sehr, sehr gewagten Sprung. Guck mal, irgendwie diese Brille... Nein, sieht so aus, als ob man eine VR-Brille auf hätte. Wenn man eine VR-Brille nicht richtig auf hat, sieht man ja auch quasi so zweifach. So kann man sich das, glaube ich, grob vorstellen. Ja, es war so klar. Ja, rest in peace. Okay, lieber Robo-Riggler, es wird hardcore geschossen. Geschossen, geschossen. Komm schon, zumindest die erste Phase kriegen wir doch so. Hallo? Warum treffe ich nicht? Hä? Hallo? Bitte? Ja, let's go. Ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn, kann man schon so schön sagen. Ich fasse es nicht. Als ob wir das jetzt... Ich verstehe nicht, warum. Als ob wir das so random geschafft haben. Man muss aber auch sagen, der Robo-Riggler war ziemlich gnädig zu uns, nicht wahr? Hey, 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 hey! Ups. Oh, da habe ich aus Versehen rausgedrückt. Ich wollte eigentlich skippen. Alter, Seilspringen macht doch bestimmt Spaß, oder? Mist, ich habe schon verkackt. Moment nochmal, Holdemeide. Holdemeids. Eins, zwei, drei, vier... Let's go, da ist das Ergebnis, fett. Bisschen Autofahren, dies, das, hallo, okay, oh nein, go, oh mein Gott, ich sehe gar nichts, ich sehe gar nichts. Nein, Hilfe, beim Autofahren, das könnte schwierig werden. Okay, Freunde, niemals unter Alkoholeinfluss Autofahren, denn das wird genauso enden, wie man es, hallo, hier sieht, hey, hallo. Okay, wait a minute, ja, nein, komm ich hier jemals rein, komm schon. Ja! Woo! Guck mal, Freunde, wir haben ein bestimmtes Ziel. By the way, mir ist wirklich kotzübel und ich denke jedes Mal, dass ich mich bald übergebe. Aber man kann ja mit einem Schnipser auf der Bank zu dem Typen dort hinten landen. Ich gebe mir jetzt Mühe. Ups, nein! Falsche Richtung. Das kriegen wir hin. Das wär krass, wenn das einfach so funktionieren würde. Habe ich es geschafft? Bin ich auf der Bank? Was? Junge, das ist knapp. Guck mal, im Cityland kann man ja auch viel Challenge-Kram machen. Es wird Zeit, dass wir unser Geld im Casino ver... Alter, no joke. Wie viele sind hier für... Wie viele Felder sind hier? Ich zähle 4 und 6. Ach du heilige Kacke, das ist gar nicht gut. Teilweise sehe ich aber auch 5. Okay, so schnell kann man 10 Münzen verplempern. Nein! Ach, scheiß drauf, Digga, wir gehen raus. Platz da! Alter, ich sehe nichts, ich sehe so viele graue Striche. Ha! Habadabada! Okay, ein Mond und wir haben den Bums schon geschafft. Warte mal, nein, nicht in die Röhre! Wo komme ich raus? Oh, Bro, hier wollte ich gar nicht rein. Ich will bitte zurück, Alter. Und zwar möchte ich einmal hier drauf... Verdammt, ich sehe nichts.
Das war gar nicht mal so gut. Das kann man auf jeden Fall besser machen, Freunde. Das ist, ne? Wo muss ich denn hin, Alter? Ich sehe doch nichts. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, nein. Das ist der letzte Mond und wir haben ihn. Let's go! Cityland ist abgeschlossen. Wir haben uns eindeutig thematisch ans Polarland angepasst. Denn wir müssen Captain Toad finden. Also, ist hier die Mitte? Ich weiß es nicht. Also thematisch angepasst wegen Skibrille. Sieht aus wie eine Skibrille. Bin Chiago auf Wish bestellt. Okay, ey, Freunde, mir ist wirklich kotzübel. Das ist unglaublich. Wo ist Toad? Toad, mach mal einen Piep. Toad? Toadie? Ist Toad hier? Hi, Toad. Alter, ich sehe Toad zweimal. Boah. Ey, Freunde, das ist richtig schlimm. Ich glaube, ich übergebe mich gleich. Okay, Freunde, mir ist kotzübel. Wir müssen dieses Video aufhören. Aber bevor ich mir jetzt auf Toilette gehe, empfehle ich dir an dieser Stelle dieses Mario Odyssey Video. Denn dort haben wir Mario Odyssey gespielt und alle Monde wurden neu versteckt. Und dadurch haben wir wirklich ein komplett neues Spiel gespielt. Zieh dir das Video rein. Viel Spaß dabei.